Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vielleicht bist du ja schon auf die Serie Kennen EOS R Schritt für Schritt hier auf meinem Kanal aufmerksam geworden und hast dir die Videos da schon angeguckt. In der Serie erkläre ich in den Videos nach und nach die einzelnen Menüpunkte, welche Einstellungen ich da vorgenommen habe und warum und ja, wie so meine Erfahrungen aus der Praxis da sind, wie welche Menüpunkte vielleicht am besten zu verwenden sind. Da gibt es schon ein Video zum Autofokus, zum Setup und zu den Aufnahmeeinstellungen. Und vorab erstmal herzlichen Dank für die ganzen Anmerkungen, Kommentare unter den Videos. Das hilft mir und natürlich auch allen anderen, die diese Videos sich anschauen, um mit dem täglichen Umgang mit der Canon EOS R immer sicherer zu werden und halt das ganze Potenzial auszuschöpfen. Heute in dem Video werde ich euch die Menüpunkte des Custom Function Menüs präsentieren. Wie gehabt, meine Einstellungen dazu, welche ich vorgenommen habe, welche Einstellungen da überhaupt möglich sind. Da geht es zum Beispiel hier um die sagenumwobene Multifunktionsbar oder ja, wie funktioniert oder wie soll eigentlich der Auslösebutton reagieren, wenn man da drauf drückt. Das kann man dort alles einstellen und wenn dich das Ganze interessiert, bleib dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Wollen wir wieder starten? Wie gehabt, ich habe meine Canon EOS R per HDMI an meinem Rechner angeschlossen. Das hat sich für mich hier ein bisschen bewährt, um euch das Ganze zu zeigen. Vorweg nochmal wieder, wie gehabt, ich zeige euch hier, zu welcher Zeit ich in welchem Reiter des Menüs bin. Verlinke euch die Sprungmarken zu den einzelnen Reitern hier unter dem Video. Dann könnt ihr wieder in die einzelnen Menüs springen, beziehungsweise wann ich die hier behandle und euch die einzelnen Sachen nochmal anschaue, wenn ihr im Nachhinein dann nochmal das eine oder andere euch ansehen wollt und nicht das ganze Video dafür nötig habt. Bevor wir starten, nochmal ganz kurz, also diese Individualfunktionen, die einzelnen Menüs, sind dazu da, um halt die Kamera euren Bedürfnissen, euren Wünschen nochmal etwas präziser anzupassen und halt die Tasten und auch anderen Einstellungsmöglichkeiten euren Bedürfnissen da ein bisschen näher zu bringen. Ich werde wieder anfangen hier mit dem Menü 1. Das behandelt alle Sachen, die ich einstellen kann in der Kamera, die mit der Belichtung zu tun haben. Und das erste fängt an mit den Einstellstufen, nicht sehr aussagekräftig, da können wir nochmal reingehen. Da gibt es halt eine halbe Stufe und eine Drittelstufe und hier kann ich einfach einstellen, wie denn die Belichtungskorrektur arbeiten soll. Ich habe das jetzt mal auf 1,5 gestellt, zeige euch das hier. Hier diese Anzahl der Punkte kann ich damit einstellen. Und wenn ich jetzt hier die Belichtung halt einstellen will, springt er halt in der Belichtungskorrektur anstatt 2 Punkte nur noch 1 Punkt dazwischen den einzelnen Werten, um die zu korrigieren. Und ich kann hier halt das Ganze auf 1/3 stellen. Dann habe ich hier wieder 2 Punkte mehr zur Auswahl und kann das dann halt etwas differenzierter einstellen, wenn ich da das möchte. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu einem weiteren Hinweis hier. 1/3 habe ich hier auch eingestellt. Das ist der Standardwert und den Standardwert, den erkennt man immer bei den Canon-Menüs hier wie gewohnt daran, dass es halt nicht blau unterlegt ist, so wie zum Beispiel dieser Wert. Alle anderen Werte sind bei mir hier noch im Standard. Warum der nicht, zeige ich euch gleich. Kommen wir zu der ISO-Einstellstufe oder den ISO-Einstellstufen. Da kann ich auch ganzstufig oder 1/3-stufig einstellen. Ich zeige euch das kurz. Das ist halt der nicht der angepasste Wert, wenn man das auf 1,5 stellt. Und dann kann man halt, wenn man im Menü ist und dann die ISO einstellt, nur noch die ganzen Werte auswählen. Ja, alles von 100 auf 200, das verdoppelt immer sofort. Und wenn ich das wieder zurückstelle hier auf 1/3, das ist der Standard-Einstellwert, kann ich das Ganze auch etwas differenzierter einstellen und habe hier zum Beispiel 125 und 160 ISO als Auswahl noch zur Verfügung, um dann halt etwas genauer, feiner abgestuft meine Einstellung vorzunehmen. Ist auch die Standardeinstellung, habe ich für mich jetzt keinen Grund gefunden, das umzustellen. Von daher steht das hier auch noch auf 1/3. Automatisches Bracketing Ende. So, ist bei mir auf On.
Heißt, wenn ich die Kamera ausschalte, sind die Bracketing-Einstellungen raus. Also wenn ich eine Belichtungsreihe mache bzw. eine Weißabgleichsreihe erstellen möchte und die ganzen Einstellungen vorgenommen habe bzw. das eingestellt habe, das habe ich euch im Aufnahmevideo schon gezeigt, wie das einzustellen ist, dann sind die Einstellungen, wenn ich die Kamera ausschalte, weg. Wenn ich das nicht möchte und ich weiß, ich bin den ganzen Abend unterwegs, vielleicht mache Architekturaufnahmen und möchte ein HDR, also eine Belichtungsreihe nach der anderen schießen oder warum man auch immer andere Belichtungsreihen schießt, da gibt es halt andere Möglichkeiten natürlich auch, dann kann ich mir das auch deaktivieren, muss dann nicht jedes Mal, wenn ich die Kamera ausgeschaltet habe, das Ganze neu einstellen und kann mir dann diese Einstellerei wieder sparen. Dann kommen wir hier auch schon zur Bracketing-Sequenz. Die steht bei mir minus 0 plus. Und wer von euch vielleicht schon mal mit Aufnahmereihen gearbeitet hat in der Canon, der weiß, normalerweise legt die Canon immer das richtig belichtete Bild oder das normal Weißabgleich eingestellte Bild als erstes ab, macht dann ein unterbelichtetes und ein überbelichtetes Foto je nach Einstellung. Und hier kann ich mir das umdrehen. Hier habe ich das eben auf unterbelichtet, 0 und überbelichtet. Und hier oben wird die Standardeinstellung richtig belichtet, unter, überbelichtet. Und man kann es auch andersrum machen, überbelichtet, richtig belichtet, unterbelichtet. Für mich ist das immer, wenn ich im Lightroom die Bilder dann öffne, weil ich die ja auch nach Aufnahmezeit da sortiert habe, schöner zu sehen, dass das erste Bild unterbelichtet ist, richtig belichtet, dann hat man halt schon so eine Abstufung da drin. Finde ich optisch schöner, wenn ich da so mit arbeite, habe ich mir deswegen so eingestellt. Gibt es aber auch andere Gründe für, um das anders einzustellen, ist halt auch die Individualfunktion des Menüs. Das kann jeder hier so einstellen, wie er mag. Für mich hat sich das ein bisschen so als sinnvoll herausgestellt und ich habe das immer so stehen. Dann habe ich hier die Anzahl der Belichtungsreihenaufnahmen, die ich hier einstellen kann. Ich kann hier von 3 bis auf 7 das hochstellen. Dann bei 7 kriege ich halt das richtig belichtete Bild. Und wenn ich 7 habe, dann kriege ich halt noch 2 unter- und 2 überbelichtete Bilder, also in Abstufungen dazu. Man kann dann, wenn man HDR-Aufnahmen zum Beispiel erstellen will, das ist immer so der übliche Einsatzzweck, den ich benutze, hat man halt eine höhere Auswahl, um dann nachher HDR-Bilder in Photoshop oder Lightroom damit rechnen zu lassen. Standard ist 3. Ich habe es im Moment auf Standard stehen, je nach Aufnahmesituation, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich jetzt irgendwelche Architektur bei Nacht oder Sonnenaufgänge oder was anderes fotografiere, habe ich halt da die Möglichkeit, das Ganze wieder anzupassen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist hier Safety Shift, heißt diese Option. Und eine der guten Sachen dieser Videos ist tatsächlich, ich beschäftigt oder habe mich etwas intensiver auch mit den einzelnen Menüpunkten im Vorfeld beschäftigt. Und diese Option, die ist mir nicht bekannt gewesen, ehrlicherweise. Und hier kann ich der Canon EOS R sagen, was sie machen soll, wenn sie meint, sie kriegt kein vernünftig belichtetes Bild hin. Also wenn ich jetzt in der Zeitvorwahl oder Blendenvorwahl einen Wert einstelle, wo die Kamera sagt, das kann ich durch den Ausgleich anderer Werte, zum Beispiel ISO oder andere Blende halt oder Zeit, je nach Modus, nicht mehr ausgleichen. Was macht sie dann? Und hier kann ich einfach sagen, wenn ich im TV- oder AV-Modus bin, das bin ich jetzt hier auch, ich habe jetzt hier die Zeitvorwahl ausgewählt und habe hier einfach mal gesagt, 1/40 sollst du belichten. Ich habe die ISO auch vorgegeben, da darf die Kamera jetzt also nicht dran. Und jetzt, ihr kennt das vielleicht, dann fängt die hier an zu blinken und sagt, da stimmt was nicht, das wird zu dunkel. Und wenn ich jetzt den Auslöser drücke, geht mir die auf ein Fünftel bzw. ein Sechstel gleich hier hoch, um halt ein ordentlich belichtetes Foto zu kriegen. Obwohl ich im Zeitvorwahlmodus gesagt habe, ich möchte 1/40 belichten. Wenn ich diesen Safety-Shift-Modus beende und dann den Auslöser halb durchdrücke, bleibt die davon ab. Ich schieße das Foto und es wird einfach das unterbelichtete Foto geschossen. Also da kann man auch nochmal sich so einen kleinen Fallschirm einbauen, um seine Belichtung richtig hinzukriegen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein,
dass die Kamera dann in die Werte, die man da eingestellt hat, trotzdem noch eingreifen kann. Ist dann ja fast Automatik dann nochmal, eine Automatik, die dann halt meine Einstellung, die ich in der Blenden- oder Zeitvorwahl gemacht habe, einfach nochmal überschreibt. Ist standardmäßig auch aus, aber wenn man natürlich immer sicher sein will, dass man gut belichtete Fotos haben will, kann man diese Sache dann halt entsprechend auch noch einstellen und konfigurieren. Ist vielleicht bei der einen oder anderen Sache, wenn man Events fotografiert oder wichtige Fotos jetzt irgendwo machen will, ganz sinnvoll. Dann hat man auf jeden Fall die Sicherheit, dass die Belichtung nochmal passt. Sollte man aber immer im Hinterkopf haben, wenn man daran was eingestellt hat. Dann haben wir hier noch selbe Belichtung für neue Blende. Hört sich jetzt auch sehr gebrochen alles irgendwie an. Das sagt einfach, wenn ich mir ein neues Objektiv oder einen Extender oder andere Sachen vor die Kamera schraube, sich dadurch die Blende oder andere Sachen oder die Blende ändert, wie soll die Kamera dann mit dem neuen Objektiv bzw. mit der neuen Kombination, die ich da vor der Kamera habe, umgehen, um eine gleiche Belichtung hinzubekommen. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, hier zu sagen, setze die ISO hoch oder die Verschlusszeit, wie es halt passt, damit die Belichtung entsprechend ausgewogen ist und dann eine vernünftige Aufnahme zustande kommt. Das waren schon die Punkte aus dem ersten Custom Function Menü bzw. Individualmenü 1, wo halt die Belichtungseinstellungen oder alle Sachen zur Belichtung eingestellt werden können. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Menü. Im zweiten Menü geht es auch noch weiter mit Belichtungseinstellungen, aber jetzt nicht mehr ganz so eingreifende Sachen, wie wir die gerade hatten. Hier habe ich einmal die Einstellung für die maximalen Verschlusszeiten. Ich kann also die langsamste Zeit einstellen, also die längstmögliche Zeit, die man einstellen kann. Man kann hier auch sagen, ich möchte nicht über eine oder eine halbe Sekunde oder 30 Sekunden gehen. Und man kann auch sagen, geh nie über 8000, nie über 4000, 2000 oder 250. Das kann man halt entsprechend einstellen, um seine Kamera dann entsprechend konfiguriert zu haben. Dann stehen diese Werte halt nicht mehr zur Verfügung. Das gleiche gilt für Blende. Ich kann also größte Blende und die kleinste Blende einstellen. 91, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Objektiv mit so einer Blende. 1.0 gibt ja dieses 0.95er bei Nikon. Keine Ahnung, für Canon habe ich das auch noch nicht gehabt. Kann man halt einstellen, wenn man sagt, ich möchte immer mindestens 4, 5, damit ich eine gewisse Schärfentiefe immer in meinem Bild habe. Sicherstellen und nie drunter gehen im Eifer des Gefechts, kann man dann sich das Ganze halt entsprechend vorkonfigurieren und hat dann halt die Werte schon entsprechend eingestellt. Dann habe ich hier Messmethode AE-Speicherung nach Fokus. Hört sich auch so kryptisch an. Ich weiß gar nicht, warum sich die Leute immer wieder aufregen, dass bei Sony die Sachen so kryptisch sind. Wenn man ein bisschen genauer bei Canon in die Menüs guckt, sind die auch nicht immer so ganz eindeutig. Hier haben wir auf jeden Fall die AE-Speicherung, also die Belichtungsspeicherung nach dem Fokussieren. Und hier kann ich sagen, die wird nur geblockt, wenn ich hier die Mehrfeldmessung habe. Deswegen ist hier der Haken. Und alle anderen Messmethoden für die Belichtung sind deaktiviert. Das ist auch die Standardeinstellung. Wer es anders haben will, kann das hier noch umstellen. Das verursacht oder sorgt dafür, dass wenn ich den Auslöser drücke, die Belichtung nicht mehr angepasst wird, wenn ich diese Modi verwende. Also das ist wie das Festsetzen bzw. Speichern der Schärfe, des Schärfebereichs oder der Entfernung und dann hier halt für die Belichtung, die Belichtungswerte werden gespeichert und ändern sich nach dem halben Drücken des Auslösers nicht mehr. Bei der Mehrfeldmessung, bei den anderen Punkten ist das anders. Kann ich hier umstellen, wer es braucht und damit arbeitet, kann sich das entsprechend einstellen. Dann kommen wir schon zum Funktionsmenü 3, also die Operations- oder die Bedienelemente-Konfiguration. Und dann kann ich ja bei dem
Beim ersten Punkt kann ich sagen, wie das Wählrad bei Zeit- und Blendenvorwahl funktionieren soll. Soll es plus nach rechts oder nach links gehen, kann ich halt hier einstellen. Wenn man mit verschiedenen Kameraherstellern arbeitet, ist es oft andersrum. Hier kann man sich dann so anpassen, dass man halt über alle Kameras hinweg halt die entsprechenden Einstellungen hat, ohne sich dauernd umstellen zu müssen. Das gleiche kann ich auch noch machen bei den RF-Objektiven, beziehungsweise wenn ich einen Adapter mit dem Steuerungsring habe, der kann ich auch sagen, wo das Plus und Minus halt sein soll, wo in welche Richtung der funktionieren soll. Das sind halt elektronische Steuerräder, da kann ich das halt noch anpassen. Beim Fokusring, wenn man ein entsprechendes Objektiv hat, was das unterstützt, kann man dann halt auch die Drehung, das Fokussieren anpassen. Das funktioniert, glaube ich, mal eben in die Hilfe schauen. Auch bei RF-Objektiven. Ich hätte jetzt gedacht, eventuell auch noch bei den STM, aber das funktioniert tatsächlich dann auch nur bei den RF-Objektiven. Und dann kann ich bei RF-Objektive auch noch einstellen, wie empfindlich das Fokussieren dann sein soll. Manche haben es halt etwas, wollen es genauer und langsamer haben, manche brauchen es schnell. Kann man halt hier in diesem Menüpunkt dann auch noch entsprechend wieder anpassen. Dann kommen wir zu dem Funktionsmenü 4. Da sind die Tasten anpassbar zum Beispiel. Und da hier, ich habe hier ein Sternchen in Blau hinter, da habe ich auch was gemacht. Und da können wir jetzt hier nicht alle Funktionen durchgehen. Ich erläutere euch aber die Funktionsweise eben. Hier gibt es einmal die Option bei beim Fotografieren, beim Fotomodus und einmal beim Filmmodus, das wird noch unterschieden. Je nachdem, welchen Modus man hat, kann man halt sich die Tasten entsprechend anpassen. Hier vorne hat man den Auslöseknopf, den Auslöser, der ist hier bei mir auf halb gedrückt, Messung und dann AF-Start. Standard, ja. Die Movie-Taste ist fürs Movie gedacht. Hier ist meine Änderung drin zum Beispiel. Ich habe hier oben, wenn man das hier sieht, hoffentlich die Sternchen-Taste, hier sieht man das, auf Schärfentiefenkontrolle gesetzt. Dann habe ich hier die Messfeldauswahl und so weiter. Und ich kann hier die einzelnen Tasten mir durchtippen. Die werden hier dann auch noch schön angezeigt. Und dann halt die einzelnen Funktionen da drauflegen. Nicht jede Funktion ist auf jede Taste zu legen. Zum Beispiel die Schärfentiefenkontrolle. Mal eben gucken, bevor ich da was erzähle. Die kann ich zum Beispiel nicht auf diese Taste legen, wenn ich da richtig bin. Ja, und das ist natürlich dann, muss man sich da ein bisschen durchhangeln in der Bedienungsanleitung. Die kann ich euch gerne hier unter dem Video verlinken. Ist das alles auch nochmal dort in so einer Tabelle aufgeteilt, in welche Taste mit welcher Funktion zu belegen ist. Da muss man ein bisschen mit rumspielen. Ich bin da eigentlich eher so der Freund von, ich lasse die meistens im Standard. Ich bin aber auch meistens im Canon-Umfeld unterwegs und fotografiere die damit. Und da sind halt dann auch die Ideologie von Canon, das Bedienkonzept relativ gleich über alle Kameras hinweg, wenigstens die ich verwende im Moment. Von daher ist es da immer so eine Sache, ob man das dann wirklich da umstellen sollte oder dann so lassen soll, wie es im Standard ist. Die Schärfentiefenkontrolle habe ich mir da jetzt draufgelegt, weil wenn man sehr offenblendige Objektive benutzt, die Arbeitsblende ist meistens die Blende, also am offenblendigsten, und da hat man halt eine nicht so ausgeprägte Schärfentiefe im Sucher bzw. im Live View zu sehen, und ich möchte dann eventuell genau sehen, wo die Schärfe dann etwas genauer sehen, wo die Schärfe sitzt, das kann ich dann darüber machen. Alles andere muss man sich halt ein bisschen ausgucken, wie man das gerne hat. Da könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare mal einen Hinweis lassen, was ihr euch da so umkonfiguriert habt. Vielleicht gibt es ja ein Bedienkonzept oder irgendeine klasse Funktion, um das Ganze hier noch ein bisschen zu optimieren vom Standard weg. Das sind hier zum Beispiel Sachen, um im FV-Modus wieder die Automodi zurückzusetzen. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, wenn man den FV-Modus nicht so nutzt, ob das dann sinnvoll ist, das alles so zu stehen, einzustellen. Aber wie gesagt, gerne in die Kommentare eure Hinweise. Ich probiere das auch immer gerne aus, und ja, das eine oder andere bleibt dann bestehen, das eine oder andere wird dann wieder zurückgesetzt. Dann haben wir hier die Wählräder. Ich habe hier also
das vordere Wählrad, das hintere Wählrad und dann den RF-Steuerungsring, wenn man hat, beziehungsweise am Adapter sitzen hat. Und hier kann man halt auch verschiedenste Einstellungen vornehmen, um dann halt seine Werte drauf zu legen. Ich habe hier vorne die Zeit, dann die Blende und das andere habe ich nicht. Das Ganze ist sowieso nur halt im M-Modus logischerweise, weil es der andere Wert ja immer die Automatik betrifft. Von daher, wenn man im M-Modus unterwegs ist, kann man sich das entsprechend dann noch wieder einstellen. Ja, dann haben wir unseren besten Freund, die Multifunktionsleiste. Ich habe jetzt hier wieder eine Benutzeranpassung drin für beim Fotografieren halt. Ich habe jetzt hier die Augenerkennung an- und ausschalten. Bleibt bei mir sowieso meistens an. Hier habe ich den Fokusassistenten, wenn man in der manuellen Fokussierung unterwegs ist, kann man sich die drauflegen. Ja, und hier kann man halt, wenn ich im FV-Modus unterwegs bin, sich die einzelnen Werte durchblenden. Ja, ich habe sie ja jetzt auch auf immer verfügbar. Ich bin halt wieder in der Testphase, probiere mal wieder was Neues. Aber ihr habt hier halt auch die Möglichkeit, über diese oberen Sets hier euch andere Sachen einzustellen. ISO-Empfindlichkeit, Weißabgleich, Fokus prüfen, Info, Movie-Aufnahme. Autofokus nicht zugewiesen, war ich die ganze Zeit lang mit unterwegs. Wie gesagt, ich bin da. Jemand hat mir mittlerweile einen Tipp geschrieben. Man hatten wir in einer der letzten Videos ja auch kurz besprochen. Man kann das über die Lock-Taste einzeln aus- und einschalten. Das kann man entsprechend konfigurieren. Das ist vielleicht dann wirklich was, um das dann nochmal auszuprobieren. Aber im Moment bin ich gerade hier in der Testphase zu den Sachen. Wenn ihr da irgendwelche schlauen Nutzungen habt, alles in die Kommentare rein. Interessiert mich und auch alle anderen hier auf dem Kanal. Wir sind ja immer für alle Infos offen. Ich bin gespannt, ob die nächste Canon aus der R-Serie die Touchbar dann noch hat und ob sich da vielleicht dann auch irgendwie firmwaremäßig dann auch irgendwelche Sachen ergeben. Im Moment bin ich da immer noch am Probieren. Dann habe ich hier unten unter die individuellen Einstellungen löschen, wenn man halt wieder alles Mögliche eingestellt hat und dann nicht mit zurechtkommt, kann man das in einen Abwasch dann mal wieder alles rückgängig machen. So, dann kommen wir schon zu den Custom Functions 5. Da sind alle übrigen sonstigen Sachen halt drin. Ich kann hier Schneidedaten hinzufügen. Wenn ich in einem anderen Seitenverhältnis fotografieren möchte, das kann die Kamera halt nicht alles machen. Man kann halt die Formate ja vorgeben, aber die sind ja dann halt meistens auf JPEG-Beschnitt ausgelegt. Und hier kann ich mir aber Seitenverhältnis 6x6, 3:4, 4:5 und so weiter einblenden lassen, beziehungsweise in den Bildern mitgeben lassen. Die werden dann von der Fotosoftware, die bei Canon, also diese Digital Photo Professional Geschichte, die da Verfügung ist, werden die dann angezeigt, die werden von der Kamera mitgegeben, die werden dort angezeigt und dann kann ich halt mir das Bild entsprechend beschneiden, um dann halt ein entsprechendes Foto wieder zu machen. Wenn man das eingestellt hat, sieht man auch hier wieder, es werden sofort entsprechende Rahmen im Sucher angezeigt. Wenn man halt seine Komposition für bestimmte Kunden oder Wünsche oder kreative Anforderungen entsprechend haben möchte, kann man das halt entsprechend sofort machen. 10:12 zum Beispiel ist halt, ja, das ist fast das gleiche. Was haben wir denn hier noch? 4:5, 5:6, 5:7. Gibt halt verschiedene Möglichkeiten, es ist ein bisschen breiter, anderes Seitenverhältnis. Wenn man das haben muss, kann man es einblenden lassen, man kann es dann aber leider nur mit der entsprechenden Canon-Software dann auch auswerten und nachher nutzen. Für den einen oder anderen vielleicht wieder ganz sinnvoll. Dann kommen wir zu den Standard-Löschoptionen und das zeige ich euch mal eben kurz, wenn man halt auf diese Wiedergabetaste drückt und dann löschen, also auf den blauen Mülleimer drückt,
gibt es 4 Auswahlpunkte, die man da zur Verfügung hat. Man kann also das RAW löschen, das JPEG löschen, man kann RAW und JPEG gleichzeitig löschen oder auf Abbruch. Und ich habe mir das so eingestellt, die Standardfunktion ist halt löschen RAW und JPEG. Das geht am schnellsten, da braucht man nicht immer hin und her springen, wenn man mal ein Bild löschen will. Das kann man hier einstellen und hat dann halt die Möglichkeit, immer nur sofort auf RAW zu gehen, JPEG oder wie auch immer, oder eben auf Abbruch. Und Geschmackssache, gut zum Risiko, es löscht nicht sofort, von daher, man braucht sich aber nicht mit dem Cursor dahin bewegen bzw. nicht darauf touchen und kann dann das Bild entsprechend als RAW und JPEG sofort von der Kamera löschen, wenn nötig. Dann haben wir ja noch eine Option, und zwar ohne Objektiv auslösen. Das war auch eins meiner Schreckmomente, wo ich die Canon EOS R gerade neu hatte. Und zwar habe ich ein Tilt-Shift-Objektiv zum Beispiel. Und das funktionierte nicht, wenn ich diese Option ausgeschaltet hatte. Das ist auch bei anderen Fremdherstellern scheinbar der Fall. Da hat der ein oder andere mir dankbarerweise ja schon Feedback zugegeben. Da kann es sein, dass die Kamera dann nicht auslösen will, weil sie keine Kommunikation mit dem entsprechenden Objektiv zurande bekommt. Gerade bei manuell fokussierten Objektiven oft so. Da kann ich halt, wenn ich das so einstelle, auch trotzdem das Foto machen, die Kamera, der ist das dann egal. Also wenn ihr mal Probleme habt mit Fremdherstellerobjektiven, manuell fokussierenden besonders, schaut hier nach, Objektiv auslösen. Also ohne Objektiv auslösen sollte dann angeschaltet sein, dann wird das Ganze ausgelöst, obwohl die Kamera meint, da wäre nichts davor. Dann habe ich hier noch Objektiv beim Abschalten einziehen. Das habe ich auf aktivieren. Ich habe aber kein SCM-Objektiv. Das ist nur für diese Objektive gedacht, die bei längeren Brennweiten SCM, dann werden die halt eingezogen, motorisiert, die das können. Das können meiner Meinung nach nur die Canon SCMs. Wer da andere Informationen hat, auch gerne in die Kommentare. Bin ich für euer Feedback immer zu haben. IPTC-Informationen hinzufügen. Die muss man vorher mit der Canon-Software in die Kamera bringen. Das ist noch weiter als die einzelnen Daten, die man über die Setup-Einstellung, das Video, gibt es auch in der Playlist, wo die ganzen Setup-Einstellungen konfiguriert werden können. Man kann zusätzlich über die Software noch Daten in die Kamera ablegen. Die IPC-Daten, die muss ich vorher mit der Canon Utility Software, bei der Canon EOS R halt die 3er-Version, einpflegen. Da gibt es einen extra Menüpunkt, der dieses IPTC-Information registriert. Und da habe ich halt unzählige Möglichkeiten, Felder zu belegen. Das ist also ein riesen Feld hier mit allen möglichen Daten, die man da eingeben kann. Es geht so weit, dass man Modeldaten oder Veranstaltungsdaten und so weiter alles eintragen kann. Das ist, wenn man für Agenturen arbeitet und so, dann können die das sofort entsprechend indexieren und in ihren Archiven ablegen und dann nachher anhand dieser Daten wiederfinden. Das ist halt der professionelle Ansatz da wieder, wenn man das braucht, kann man das halt einpflegen. Ich habe hier über die Setup-Einstellung mein Copyright und mein Urheber ja schon mal eingepflegt. Die sind dann auch hier drin, die werden dann auch von der Software wieder erkannt. Wie gesagt, das geht dann noch weiter, aber man muss das dann jedes Mal wieder neu über die Software registrieren, wenn man das Ganze braucht. Wenn man das Ganze dann im Rechner gepflegt hat und in die Kamera darüber auf die Kamera drauf installiert hat bzw. reingeschrieben hat, kann man halt in seinen Bildern über diesen Punkt diese Information seinen Bildern mitgeben. Die werden dann da entsprechend wieder abgelegt. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt bei diesen Individualfunktionen, Custom Functions, das ist ja Reiter 6 hier oben rechts wieder zu sehen. Ja, und da kann ich alles wieder zurücksetzen. Wenn ich also hier mir das Video angeguckt habe, alles Mögliche ausprobiert habe und die Kamera funktioniert überhaupt nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe, der 6. Karteireiter in den Custom Functions ist euer Helfer in der Not in dem Fall und ihr könnt euch alles wieder zurücksetzen.
Das ist dann nicht ganz so grob wie Werkseinstellungen zurücksetzen. Ihr habt da noch alle anderen Einstellungen. Es werden halt nur diese Custom Functions, Tastenbelegung und so weiter und so fort gelöscht. Und ihr könnt die dann wieder neu anlegen bzw. neu ausprobieren, um da das Richtige für euch zu finden. Und ja, man sollte sich mit den ganzen Sachen meiner Meinung nach ein bisschen auseinandersetzen. Da sind der ein oder andere Punkt, der kann immer ganz hilfreich sein, der einen sonst immer ärgert und die Taste vielleicht, wie bei mir jetzt zum Beispiel die Schärfentiefenkontrolle oder auslösen ohne Objektiv oder vielleicht ist auch das Safety Shift was für euch. Ja, schreibt mir das in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Sind da Punkte bei gewesen, die euch wirklich den Alltag mit der Canon EOS R vereinfachen und euch die Bedienung ja, zugänglicher machen, würde mich mal interessieren. Und ich freue mich da über jeden Kommentar, den ihr mir hier unter dem Video da lasst. Für das Menü soll es erstmal gewesen sein. Es gibt noch das Wiedergabemenü und diese My-Menü-Optionen. Bei der Umfrage, die ich gemacht habe zum Wiedergabemenü, war keine einzige Stimme drauf. Ich werde es trotzdem machen und ihr werdet überrascht sein, was da vielleicht alles möglich ist. Und vielleicht wird da auch die ein oder andere sinnvolle Funktion für euch dann dabei sein. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Wenn euch das nicht interessiert, es gibt ja auch noch andere Videos zum Thema Fotografieren und Filmen. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch da auch wieder zu begrüßen dürfte. Hat euch dieses Video gefallen? Ihr kennt das. Lasst mir einen Daumen da. Würde mich freuen, hilft mir bei der Bewertung. Wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Einmal hier rechts unter dem Video auf Abonnieren klicken. Aktiviert euch die Glocke dazu. Dann bekommt ihr eine Info, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Wie gesagt, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Fotografieren. Würde mich freuen, wenn ich euch bei einer meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal wieder begrüßen dürfte und sage Tschüss, bis dahin.